ist Theo Schelp, Ihr Begleiter hin zu mehr Vitalität im Alter. Heute möchte ich ein kurzes Video mit Ihnen teilen, in dem es darum geht, die 10 Geheimnisse, von denen ich am Anfang gesprochen habe, noch mal etwas genauer zu erläutern, und zwar hinsichtlich der Tatsache, dass die Geheimnisse gar keine Geheimnisse sind. Schauen Sie zu. Es ist ein kurzes Video, aber sehr aufschlussreich. Vielen Dank, bis gleich. Ja, ich hatte Ihnen vor einigen Wochen in einem der ersten Videos, die ich Ihnen vorgestellt habe, erzählt von 10 Geheimnissen und 3 Quellen, aus denen diese 10 Geheimnisse stammen. Bei meinen weiteren Recherchen bin ich inzwischen aber darauf gekommen, dass diese Geheimnisse überhaupt keine Geheimnisse sind, weil inzwischen eine Menge von Literatur mir in die Hände gefallen ist, die sich genau mit diesen 10 Geheimnissen beschäftigt. Ich könnte Ihnen einen ganzen Buchstapel jetzt hier zeigen. Ich mache mal ein Foto und blende diesen Buchstapel ein, den ich zu Hause habe. Dummerweise kann ich die auf dem Kindle befindlichen elektronischen Bücher nicht mit illustrieren. Aber es sind jedenfalls ganz, ganz viele Bücher, gerade im englischen Sprachraum aus Amerika erschienen, wo es um die gleichen 10 Punkte geht, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen. Nicht überraschend ist, dass die meisten dieser Bücher von Medizinern geschrieben sind, aber nach dem Motto von Mark Twain: Wenn das einzige Instrument, das du hast, ein Hammer ist, dann ist jedes Problem ein Nagel. Beschäftigen sich diese Bücher auch sehr intensiv mit der medizinisch-biologischen Seite des Alterns und wie man seine Langlebigkeit, seine Vitalität im Alter steigern kann. Ganz bemerkenswert, eines dieser Bücher von einer deutschen Ärztin, ich verlinke alle diese Bücher in der Videobeschreibung, verwendet von ungefähr 400 Seiten ihres Buches ganze 20 auf die wesentlichen, wie ich finde, wesentlichen, natürlich bin auch jemand, der einen Hammer hat, der Hammer heißt Psychologie, die verwendet 20 Seiten auf die Lebensstilfragen, auf die Fragen, wie schaffe ich Sinn in meinem Alter, wie entscheide ich mich zu den wirklich wichtigen Dingen, wie bringe ich meinen Alltag hin zu einem sinnerfüllten, fröhlichen, aktiven Leben. Darauf verwendet sie 20 Seiten von 420. Ja, das ist wohl so. Hier wollen wir versuchen, ein ausgewogenes Maß zu finden und diese 10 Geheimnisse wirklich in ungefähr gleicher epischer Breite zu beleuchten, sodass Sie selber eine gute Entscheidung treffen können, welche Maßnahmen, welche Wege für Sie gut sind. Ganz erstaunlich fand ich ein ziemlich neues Buch von Dr. Mark Hyman, der ein Schlaglicht auf die Szene in Amerika wirft, wo es um Langlebigkeit geht. Seitenweise Artikel über Tests, die man machen kann, um seinen biologischen Zustand zu testen. Seitenweise Aufzählungen von Produkten, die man einnehmen kann, um seine Langlebigkeit zu steigern. Seitenweise, wie gehe ich mit meinem Körper so um, dass der biologisch jünger ist als mein chronologisches Alter. Interessant, aber vielleicht ist das die Richtung, die die Altersforschung und die Arbeit für ein gutes Altern auch bei uns nehmen wird. Aber im Moment bin ich noch ganz froh, dass wir an dem Zustand noch nicht angelangt sind. Das wollte ich Ihnen erstmal nur zwischenzeitlich mitteilen. Es gibt eben ganz viele Leute, die die Geheimnisse, die wir hier besprechen, verkünden oder auch erforschen und benutzen, um daraus Content für Social Media zu machen. Aber ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen, weil wir versuchen hier eine Ausgewogenheit herzustellen, die es Ihnen ermöglicht, wirklich die Dinge herauszufiltern, die für Sie und Ihr Leben in Zufriedenheit, in Aktivität, in Freude und Gesundheit gut sind. In diesem Sinne, eine gute Zeit, bis bald,
Ihr Theo Schelp und adieu.